Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Vorschläge für härtere Waffengesetze im US-Senat gestoppt. 8 Tage nach dem Attentat von Orlando ist der Vorstoß, Waffenverkäufe an Menschen zu verhindern, die als Terrorverdächtige geführt werden, gescheitert. Auch der Entwurf der Demokraten, Hintergrundchecks bei allen Waffenkäufen einzuführen, fand keine Mehrheit im Senat. NATO-Generalsekretär weist Kritik an Aufrüstung im Osten zurück. Stoltenberg sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, die Allianz suche intensiv nach Wegen, eine Eskalation zu verhindern. Russland sei jedoch viel aggressiver geworden. Bundesaußenminister Steinmeier hatte der NATO vorgeworfen, die Stimmung durch die geplante Stationierung von Bataillonen weiter anzuheizen. Bundesverfassungsgericht urteilt heute über EZB-Rettungspolitik. Die Währungshüter hatten 2012 beschlossen, notfalls unbegrenzt Anleihen aus Euro-Krisenstaaten zu kaufen. Dies trug zur Entschärfung der Euro-Krise bei. Die Karlsruher Richter entscheiden jetzt, ob der Beschluss mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Wenn nicht, könnte sich dies auf die Handlungsfähigkeit der EZB auswirken. Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im VW-Abgasskandal gegen früheren Konzernchef Winterkorn. Es gehe um den Verdacht der Marktmanipulation, so die Behörde. VW habe die Börse möglicherweise zu spät über die Affäre informiert. Auch gegen einen weiteren Manager werde ermittelt. Nach dpa-Informationen soll es sich um VW-Markenchef Diess handeln. Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Wales und England ziehen beide ins Achtelfinale ein. Wales besiegte Russland 3:0 und ist damit Erster in der Gruppe B. Zweiter ist England nach einem 0:0 gegen die Slowakei. Das Wetter: im Westen Regen, im Süden und Osten gebietsweise nass, sonst Sonne, Wolken und örtliche Schauer. 17 bis 25 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 9 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Morgen.